Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Neo X. Ja, beim letzten Mal haben wir ein wenig aufgerüstet für unser Team und ich sehe mich jetzt tatsächlich bereit, die Arena zu betreten. Ich zeige aber nochmal kurz unser Team. Wir starten beim Neuzugang Alge. Alge ist jetzt Level 41, trägt aktuell noch das Glücksei. Das werde ich auch noch bis zum Arenaleiter auf jeden Fall ausgerüstet lassen, weil... Ja, Level 41 reicht definitiv noch nicht für den Arenaleiter. Ich habe ja die Hoffnung, wobei das, glaube ich, sehr unwahrscheinlich ist, dass wir noch Level 48 erreichen und Algit sich dann noch zu, wie heißt die Weiterentwicklung? Tandraga? Tandrega? Irgendwie sowas. Ja, Tandrega war es, glaube ich, auf jeden Fall nicht. Ja, auf jeden Fall folgende Attacken. Matschbombe, Siedewasser, Feuer oder und Toxin. Das ist auch der Movepool, den ich gerne erstmal beibehalten möchte. Die Fähigkeit Giftdorn ist auf jeden Fall ziemlich gut und ja, hat aktuell einen Angriff von 59. Das ist jetzt nicht wirklich das Höchste. Aber der Spezialangriff, der kann sich sehen lassen von 106. Da kommen einige Pokémon nicht mal wirklich ran. Also außer Gulasch. Gulasch ist irgendwie so ein Allrounder. Der kann irgendwie alles. Deswegen macht Gigasauger halt auch Schaden und nicht nur Kreuzschere. Wobei in der Arena werden wir wahrscheinlich viel mit Kreuzschere kämpfen. Und da kommen wir auch gleich zu Gewaldro. Gewaldro wird, also Gulasch wird hier in der Arena wahrscheinlich ein bisschen was zu tun haben, weil wir natürlich Kreuzschere haben und damit ein bisschen Damage machen können, weil der Angriffswert mit 121 ziemlich hoch ist. In den Notfällen können wir natürlich auch auf Gigasauger zurückgreifen, aber das ist natürlich bei Pflanzen-Pokémon etwas schwierig. Verfolgung. Vielleicht gucke ich gleich nochmal einmal bei den TMs, ob ich vielleicht noch irgendwas habe, was Verfolgung ablösen kann, weil Verfolgung ist einfach, mit 40. Naja, das ist einfach scheiße. Also, sorry. Ist nie die beste Attacke. Und Agilität weiß ich auch nicht, ob ich das behalten möchte. Gut. Dann haben wir Strudel, ist ja klar, Strudel ist immer noch Teil des Teams. Der Angriffswert ist natürlich deutlich höher als bei Gulasch, von 100, nämlich ein Angriffswert von 171. Bei gleichem Level kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und auch der Initiative-Wert, das heißt, diesen Pokémon wird so schnell keiner ablösen. Alle anderen Werte sind so im Mittelbereich und den Angriff können wir auf jeden Fall senken von den Gegnern. Der Movepool ist jetzt auch nicht der geilste. Ich möchte gerne noch eine Sache ändern. Clownwetzer werden wir wahrscheinlich auch irgendwann mal auswechseln. Wobei, wenn wir den Angriff da auch noch erhöhen, dann haut Strudel alles weg. Soweit zu Strudel. Dann haben wir Nudeln noch dabei. Ist auch auf Level 48 und hat... Ja, eigentlich sehr mittelmäßige Werte, weil, ja, es ist halt einfach nicht mehr das geilste Pokémon, muss man leider so sagen. Der ist ein bisschen kaputt. Also, die ist ein bisschen kaputt, weil die auch ein neutrales Wesen hat und, an sich ist der Mupool jetzt auch noch mittelmäßig. Da müssen wir vielleicht auch in Zukunft nochmal gucken. Ist halt auch nur ein Normaltyp und wird in Zukunft wahrscheinlich auch irgendwann ausgetauscht. Dann haben wir Salat. Auch er wird hier in der Arena, denke ich, einiges zu tun haben. Auch er hat Kreuzschere und Flügelschlag. Das sind sogar gleich zwei Attacken, die hier in der Arena sehr gut zu Geltung kommen. Auch hier ist der Angriffswert wieder sehr hoch. Auch wenn es ein Minus-Angriffswert ist, Wesen ist. Der Initiativewert mit 111 ist aber, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wobei er immer noch unter dem Verteidigungswert liegt. Also er hält auch ein wenig was aus. Mal gucken, wie es mit ihm läuft. Ich habe ihm noch kein neues Item gegeben. Ach so, die Items. Nudel hat ihren Beulenhelm wiedergekriegt. Dafür hat Gulasch hat Silberstaub für Kreuzschere eben. Und Strudel behält jetzt Hack Attack. Hat er sozusagen geerbt. Die Alge wird dann den Giftstich kriegen und Filet hat die Überreste bekommen. Wobei Filet werden wir hier in der Arena definitiv nicht einsetzen, weil der wäre binnen Sekunden tot. Das kann ich so auf jeden Fall versichern. Ich habe den EP-Teiler erstmal wieder angestellt, weil, wie gesagt, ich möchte natürlich auch ein bisschen gucken, ob wir die alle noch auf Level 50 kriegen. Danach würde ich den EP-Teiler dann auch ausstellen. Und, lange Rede, kurzer Sinn. Wir betreten jetzt die Arena. Ich speichere vorher nochmal ab.
einfach, weiß kann. So. Warum, wieso, weshalb? Weil wenn wir verlieren, dann verlieren wir und dann ist sowieso vorbei. Die Arena von Tempera City. Mal gucken, was uns erwartet. Waren wir hier schon mal drin? Flower Power spürt die Kraft von Mutter Natur. Mutter Natur kann mich mal. Mann. Veggie-Cheetah und Burmadam. Okay. Da werden wir wohl leichtes Spiel haben. Alge und Strudel. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Strudel übernimmt Burmi und... Wobei, Burmadam ist... Ist Burmadam nicht ein Pflanze-Käfer-Pokémon? Oder Käfer-Pflanze-Pokémon? Ah, das ist interessant. Dann ist es nicht mal genau ein, genau der Typ, der hier in dieser, Arena eben... So, die dürfen jetzt leider einmal angreifen. Das ist leider das Problem. Oh, Samenbombe. Strudelwert die... Oh, das ist nicht geil. Heieieiei. Warum hat er denn sowas? Level 42 für Alge, das ist Subi. Guck mal, jetzt der Spezialangriff, der... Oh, Hydropumpe. Ah, da bin ich jetzt echt hin und her gerissen. Aber vielleicht mache ich Feuerodem weg. Naja, ich mach Feuerodem weg. Ist in Ordnung. Würde nicht jeder so machen, ich schon. Gulasch erreicht Level 49, das ist auch gut. Ja, jetzt ist die Frage, ist Strudel schneller als Burmadam oder... Ich gehe mal nicht auf Risiko, ich setze mal einen Trank ein. Zystrahl hat mich jetzt doch schon ein bisschen überrascht, muss ich jetzt gestehen. Und tschüss. Oh, Alge kriegt so schön viel XP. Geil. Woher nimmst du bloß die Kraft? Das ist die Kraft, die ich aus meinen Händen nehme. So. Oder so. Ah, das war schon wieder... Also, es hätte nicht sein müssen, dieses Ausbremsen, ne? Also, ich bin ganz ehrlich. Ich will nicht ausgebremst werden. Warte mal. Bin ich hier richtig? Ja. Gibt ja nur den einen Weg. Es gibt ja nur den einen Weg und, mal gucken. Ich möchte gerne alle Trainer hier mitmachen. Dann machen wir zuerst ihn hier. Hi. Sei mir gegrüßt, Herausforderer. Zeig mir doch mal deine Pokémon. Mit Vergnügen zeige ich dir alles, was wir haben. Tentantel. Oh, ich glaube, dass wir da tatsächlich... Ist das nicht Pflanze Stahl? Ich glaube, da können wir mit Alge nicht allzu viel machen. Dann wechsle ich dann doch mal einmal aus. In der Arena, Leute, hat meines Erachtens so etwas nicht. Let's go. Dann übernimmt das halt Strudel. Der Arena-Leiterkampf ist übrigens auch ein Doppelkampf. Das bedeutet, ich setze mal tatsächlich, wobei er wird dann am Anfang Rotom einsetzen. Weil das zumindest in der Liste, also es gibt immer so eine Liste von den Pokémon, die Arena-Leiter und auch die Rivalen haben. Da gucke ich halt immer nach, weil so ganz Oh. Oh no. Alter, bist du behindert? Was geht denn mit dir? Okay. Sturzflug. Ja, nö. Nee. Sehe ich nicht. Sehe ich ganz ehrlich überhaupt nicht. Venofliebes werden wir jetzt, auch bearbeiten, allerdings mit Strudel. Okay, Tentantel ist also, Tentantel ist also kein geiler Gegner. Das habe ich jetzt gemerkt. So, und auch das mit dem Horta finde ich gerade nicht so lustig. Verschwinde, wenn du fliehst. Hau ab.
Alge erreicht Level 43. Schaffen wir das vielleicht wirklich noch? Level 48 zu erreichen? Chevrum. Seistrom, Chevrum wird auch erledigt. Chevrum hat Erdbeben, kann Strudel aber so gar nichts anhaben. Und wir gehen mal wieder in die Luft. Ich bin ja vor allen Dingen froh, dass wir jetzt endlich mal wieder einen speziellen Angreifer haben. Weil wir hatten die ganze Zeit nur physische Angreifer und das ist nun wirklich echt nicht so geil. Weil gerade bei Rauhaut oder den ganzen Rotz, der später dann noch auf uns zukommen wird wahrscheinlich. Ein exzellentes Team hast du da. Ich weiß. Wobei ich jetzt eigentlich mit Alge kämpfen wollte und jetzt konnte ich das nicht. Nur wegen, Dingens. So, ich heil mal ganz kurz, Strudel. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich war bei physischen Angreifer und so. Ja, ich bin halt froh, dass wir jetzt nicht nur physische Angreifer haben, sondern dass wir auch... Da vorne geht's nirgendwo. Doch, warte mal, da ist auch noch jemand, ne? Da auch noch jemand? Ich meine, da wäre auch noch eine Trainerin gewesen. Ich möchte gerne alle Trainer immer mitnehmen. Ah, da ist er ja. Genau. Aber nach oben müssen wir nicht. Ich werde die Freude am Sieg über dich mit meinem Pokémon teilen. Naja, du wirst keinen Sieg davon tragen, hoffe ich. Pokémon-Manager Elodie mit Roserade. So, selbst wenn... Hat Roserade hier noch einen zusätzlichen Typ? Das weiß ich gar nicht. Ja, das... Oh, Megasauger. Oh! Oh, 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 oh. Was ist das denn hier? Ach, Mann, jetzt kann ich schon wieder auswechseln. Ja, hier macht Megasauger am wenigsten Schaden. Zauberblatt. Was könnte der denn noch für einen Zweityp haben? Hat der vielleicht als Zweityp... Nee, Gift kann nicht sein, weil dann... Vielleicht Typ Fee? Eventuell Typ Fee. Ich guck gleich mal im Pokédex nach. Mich interessiert das jetzt gerade. Ach nee, kann ich ja gar nicht nachgucken, weil ich es selber nicht gefangen habe, ne? Oh, was? 3000? Oh, Gewaldro. Hey! Hat er auch ein Gewaldro? Tandrak, so hieß der, die Weiterentwicklung von Dingens. Hier mir jetzt gerade so ein. Tandrak. Level 15 für Strudel. 50. Nicht Level 15. Boah, guckt euch die Werte an. Ich lieb's einfach. Alga erreicht Level 44. Dressella. Tandrak ist die Weiterentwicklung von Alga, genau. Wo ich immer dachte, das wäre Typ Drache. Aber es ist nicht Typ Drache, es hat aber Drachenattacken. Nach so einer Niederlage sind ein paar Tränen ganz natürlich. Ja, lass mal Tränen raus hier. Lass alles raus, Madame. So, Alge durfte bisher noch nicht wirklich kämpfen, ne? So, haben wir noch irgendwas hier, die 20 KP halte ich mal mit. So. Genau. Okay. So, hoch müssen wir nicht. Weil oben geht es ja nicht weiter. Wir gehen jetzt einfach wieder hier hoch. Und ich glaube, jetzt kommt nur noch ein Trainer. Oder? Ich weiß es gar nicht. Wie viele Trainer uns hier noch erwarten in der Arena, das ist immer relativ... Ja, den haben wir ja gerade besiegt, ne? Okay, hier geht's gar nicht weiter. Ich Idiot. Hä? Wo geht's denn jetzt weiter? Bei ihm auch nicht? Bin ich gerade blöd? Muss ich vielleicht doch runter? Ach klar, bei ihr... Nee. Ja, bei ihr ging's hoch. Dann geht's nur bei ihr weiter, ne?
Ja, dann geht's hier tatsächlich nur weiter. Boah, ich hab wirklich ein bisschen Schiss vor dem Arena-Leiter. So, da wartet er, glaube ich, schon auf uns, ne? Oder? Geht's hier irgendwo hin? Nee. Boah, diese Arena, die ist ja voll... Ach nee, wir müssen noch einen höher, ne? Na, das müsste die letzte gewesen sein. Also, mein Team und ich harmonieren perfekt miteinander. Das macht uns auch so stark. Ich harmoniere auch. Pokémon Ranger Kaori mit einem Vilie. Oh, können wir da überhaupt mit Dingens kämpfen? Sag mal, was machen die Leute denn hier? Warum haben die denn alle Pokémon mit dem... wo wir mit Alge gar nicht kämpfen können? Nee. Dann setze ich jetzt mal Salat ein. Komm, Salat hat hier noch gar nichts gemacht in der Arena. Ah, ich muss gleich nochmal gucken. Ich meine gelesen zu haben, dass eines der Pokémon von dem Arena-Leiter von Amaru heißt er, ne? Amaru, ein Pokémon von ihm hat auch eine Feuerattacke. Da muss ich gleich mal gucken, welches, weil da ist es nicht so gesund, wenn ich mit Salat kämpfe. Da war ja Kreuzschere. Wenn er denn angreift. Na, natürlich nicht. Ach, jetzt macht er auch noch so eine Scheiße. So, jetzt aber. Jetzt komm. Wir haben keine Zeit, Salat, für so eine Scheiße. Concentration, bitte. Minion. Ah. Ich hasse Vilie, ne? Vilie ist... wenn du es als Gegner-Pokémon hast, echt scheiße. So, Salat. Was ist denn jetzt hier? Würdest du jetzt mal bitte angreifen? Weil er verstärkt sich immer noch weiter und wir kommen da gar nicht mehr gegen an demnächst. Jetzt komm, hau rein. Danke. Danke. Mann, mach mir doch nicht solche Angst. Level 52 für Salat, Alter. Salat. Wobei Salat ist jetzt nicht mehr so überlevelt gegenüber den anderen. Oh, Filet erreicht Level 50. Stimmt, der Drachenpuls. Ah. Ja, aber was sollen wir dafür wegmachen, ne? Und es ist eine spezielle Attacke. Die bringt uns halt einfach gar nichts mit ihm. Schweren Herzens. Damit können uns vielleicht noch irgendwann so ein Kokowai. Oh, Kokowai. Ja gut, dann Owai, Owai, Kokowai. Und tschüss. Salat macht kurz einen Prozess mit dir. Ich find's halt immer noch so krass, ne? Wir haben damals in dem Wald einfach ein Sichlor bekommen, was so mega selten da war. Das finde ich halt immer noch richtig Hammer. Und das hat so lange bisher überlebt. Ne, das ist so lange dabei. Oh, Megania überlebt einen Flügelschlag von Salat. Ich finde das einfach super. Ich liebe Salat. Also, das Pokémon. Xerox ist einfach nice. Alge, Level 45, sehr nice. Sieht ganz so aus, als würdest du, würden du und dein Team noch besser miteinander harmonieren als wir. Hat das nicht auch diese Züchterin auf der einen Route gesagt? So. Ich glaube, das war jetzt der letzte Trainer. Die letzte Trainerin. Ich würde aber gerne nochmal ins Pokémon-Center. Und leider haben wir es nicht geschafft, dass Alge sich entwickelt. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen diese Folge schon angehen möchte. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir das zum... Oh nein, wir müssen zurücklaufen. Ich dachte, wir können jetzt hier runterrutschen. Aber das geht erst, wenn wir ihn besiegt haben. Ach, Mann.
Ja, ich glaube, ich werd Amaro erst zum Start der nächsten Folge bedienen. Ich weiß, wir ziehen das gerade ein bisschen, also es zieht sich gerade so ein bisschen. Wir kommen irgendwie gerade nicht so richtig voran. Aber hier geht's gerade Safety First, weil wir haben erst 3 Pokémon verloren. Und ich will halt nicht schon wieder was verlieren. Und gerade nicht jetzt, weil wir... Oh, ich habe gerade so alles so schön trainiert, ne? Ihr müsst so sehen, wie viel Arbeit eigentlich hinter diesem Team gerade steckt, ne? Also, ich habe ja EVs trainiert, dann das ganze Gelevel, das ist alles nicht ohne Aufwand verbunden, ne? Das ist, und dann, deswegen kam jetzt auch den einen Tag keine Parts, weil ich es einfach nicht gebacken gekriegt habe, so schnell das alles hinzukriegen. Ne, verzeiht mir da, aber das ist einfach unschaffbar, wenn man halt auch noch andere Dinge zu tun hat und auch noch andere Projekte am Laufen hat. So, dann wollen wir nochmal einmal ins Pokémon-Center. Und dann werde ich vielleicht offscreen wirklich noch die 3 Level eben machen. Weil mit Level 48 entwickelt sich Alget dann zu Tandrak und ich hätte gerne Tandrak, weil Tandrak doch ein bisschen mehr aushält, auch wenn wir jetzt mit Alget ein Pokémon haben, was einen ziemlich hohen Spezialverteilungswert hat. Na, also Special Defense. Na, was mache ich denn hier? Special Defense technisch sind wir ganz gut aufgestellt. Also Alge ist so ganz gut. Aber wenn es sich entwickelt, ist es noch besser. Dann hat es auch von den anderen Werten auch einen höheren Verteilungswert noch. Die Initiative werden wir so nie hochkriegen, weil die wurde tatsächlich nicht gebufft in dem Spiel. Also Alget und Tandrak wurden an sich in dem Spiel hier von Spezialangriff und Spezialverteidigung sehr geboostet. Sehr hochgebracht. Alles andere allerdings nicht. Und ich würde halt Alge jetzt gerne noch einen Giftstich geben, dann, wenn wir den Arena-Leiter machen. Das Movepool habe ich ja jetzt tatsächlich dann doch nochmal geändert. Wir müssen mal gucken. Ja. Ja, der Part ist dann heute einfach ein bisschen kürzer. Ich gehe jetzt nochmal in den Trainingsmodus für die letzten 3 Level und dann hoffe ich, dass ich nicht mehr so viele Trainingsparts oder so Trainingspausen haben werde, weil das dann doch echt ein bisschen mühsam wird, so langsam. Und ich möchte auch endlich mal vorankommen in diesem Projekt. Ich möchte nicht hier die ganze Zeit bei diesem Städtchen rumhängen. Als nächstes kommt ja dann auch Zydro. Da wird dann wahrscheinlich Alge auch wieder erstmal aus dem Team verschwinden, genauso wie auch Strudel. Das heißt, da wird es dann wieder eine Änderung geben. Mal gucken. Also, vorher kommt aber noch die Fabrik. Also, wir sehen dann halt, wie ich es mache. Also, ich werde mal sehen. Vielleicht nehme ich auch in die Fabrik schon andere Pokémon mit, die ich noch auf der Box rumliegen habe. Ich glaube, vorher werden wir kein Pokémon mehr fangen können. Meine ich. Vor Illumina City. Glaube ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ja, ich werde mal schauen, wie ich es mache. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal. Ja, beim nächsten Mal stehen wir dann vor Amaro und dann wird er platt gemacht. Platt gewalzt mit allem, was wir haben, mit allen Kräften, die wir aufbringen können, werden wir ihn in den Boden stampfen. Und dann geht es auch weiter mit der Pokéball-Fabrik. Ja, als nächstes kommt und dann kommt Zydro und dann geht es auch endlich mal auf neue Routen, auf neuen Faden und dann gibt es auch wieder neue Pokémon. Ja, ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal und tschüss!